Spawn direkt einer vor mir. Ich hoffe, ich muss niemanden unterwegs töten. Aber es sieht so aus. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ach komm, du bist doch ein kleiner Pisser. Na komm, du willst Prügel? Nächste. Noch ein Kick hinterher. Wow. Das hast du nicht versucht. Das hast du nicht versucht. Was wollt ihr denn jetzt? Willst du Stress? Och, leck mich doch, Mann! Mann, hör doch mal auf, mich zu jagen! Oh Mann, diese Scheißköter! Durch das Bewegen kann ich nicht richtig treffen. Oh, da kommt noch einer! Ich rotte die ganze Stadt aus, wenn es sein muss. Gleich bist du wirklich verkohlt, ne? Ich helfe dir deinen Namen ge- Alter, was ist denn hier los? Da hinten kommt schon der nächste Söldner. Tochter der Nyx! Tochter, die nix kann! Ach, fick dich doch mit deinem Feuerpfeilen! Ich habe nur ein, zwei Leute töten wollen, ne? Wie viele habe ich getötet? 200? Oh, Mann. Das kotzt mich so an. Da will man nur... schleich mich dadurch. Ich lasse alle in Ruhe. Ich gehe voll den Umweg jetzt. Geh nicht mehr mitten durch. Kein Bock mehr, irgendwas zu töten, außer den Boss.
Ich muss zu den Minen. Und auf dem Weg schalte ich so viele wie möglich aus. Ich kenne ihn nicht. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Ja. Aber ich bin drin. Er muss hier irgendwo sein. Du kannst dich nicht verstecken, Amorgis! Es ist so still. Komm raus, Amorgis! Dein Schicksal erwartet dich! Ist da das Baby drin? Cassandra! Wo ist... Amorgis! Er ist im Tempel über den Minen. Doch noch ist es nicht so weit. Sie ist genau so, wie Gerges sie in seinen Einträgen beschrieben hat. Feurig. Oh, Gerges. Er war der Beste von uns. Du warst seine Lieblingsfigur, Adlerfrau. Und doch hast du ihn ermordet. Gerges war ein Mitglied des Ordens. Ihr alle verdient, was euch bevorsteht. Wir haben nicht vor, beiseite zu treten. Stell dich nicht zwischen mich und meinen Sohn. Elpidios, sie trägt ihren kleinen Krieger noch im Herzen. Sie hat immer noch Hoffnung. Was für ein törichter Gedanke. Wir werden noch mit unserem letzten Atemzug für Persien kämpfen. Die Leben, die zerstörten Städte, das alles dient Amorgis Friedensvision. Sein großer Plan. Jedes Mittel ist erlaubt. Gegen drei? Nicht leichter als das. Tschüss. Was? Warum? Jedes Mittel ist erlaubt, ne? Nicht so leicht als das. Ist im Tempel. Ich komme, Elpidia. Ich finde dich. Amorgis, heute wirst du bluten. Muss ich hier durch, oder? Vermächtnis der ersten Klinge.
Okay. Ich bin gleich da. Mein Kind. Martha ist auf dem Weg. Wow. Und jetzt kann ich den ganzen Weg wieder hochklettern, weil ich da runtergesprungen bin. Ja, super. Er ist ruhig, nicht wahr? Ein Moment wie dieser. Der Moment vor dem Ende. Wenn meinem Sohn etwas passiert ist, kann dich nichts retten. Kein Mensch, kein Tier, kein Gott. Er ist bei mir sicher, Cassandra. Glücklich, gesund. Und ich verspreche dir, das wird er immer sein. Wo ist Elpidios? Wo ist mein Sohn? Weit weg vom Krieg und der Gefahr. Und von dir. Ich habe ein Versprechen gegeben. Das Versprechen, den Orden zu vernichten. Und glaub mir, ich werde es halten. Du glaubst, du könntest uns vernichten? Die Pläne des Ordens betreffen nicht nur dich, Cassandra. Was? Stets die Heldin, die glaubt, alles drehe sich immer um sie. Doch es geht um keinen von uns. Es geht um die größte Kostbarkeit von allen. Den Frieden. Dieser Krieg zwischen Athen und Sparta bedroht weit mehr als nur die griechische Welt. Das Gemetzel hat sich schon nach Persien und darüber hinaus ausgebreitet. Der Orden hat die Macht, die Welt zu retten. Und das werden wir auch. Meine Leute sind tief in allen Aspekten des griechischen Lebens verwurzelt. Wir sind in eure Institutionen vorgedrungen, in eure Tempel, eure Häuser. Wir gewinnen die Herzen deines Volkes. Durch die Macht des Ordens und Persiens Reichtum wird Sparta diesen Krieg beenden. Ein neues Kapitel der Geschichte wird geschrieben. Von uns. Wir haben diese Saat in den fruchtbaren Boden des griechischen Volkes eingebracht. Und nun wird der Frieden wachsen. Es bleibt nur noch eine Gefahr für den Frieden. Du. Du willst also Krieg, du Monster? Ich gebe dir Krieg. Das hast du bereits. Du bist eine Verdorbene. Die stärkste und gefährlichste Kraft, auf die der Orden jemals traf. Du bist Feuer. Doch leider stehst du den Zielen des Ordens im Weg. Du hast unser Versprechen vergessen, alter Freund. Artabanos, ich hab mich schon gefragt, wann dein dramatischer Auftritt kommen würde. Denk an die Unschuldigen, die sterben mussten, Amorges. Du sagst, du willst Frieden, aber was bringt ein Frieden, der von Tyrannen erzwungen wird? Ich kämpfte für die gute Sache, für unsere Kinder, ihre Zukunft. Ich rettete deinen Enkel
Und ich rettete Artaxerxes in jener Nacht. Erinnerst du dich? Ich rettete ihn vor dir. Sag uns, wo Elpidios ist. Es tut mir leid. Solange ich atme, werde ich dieses Kind nicht in Gefahr bringen, indem sie ihn aufzieht. Mann, hast du ein großes Schild? Bist du bescheuert? Ja! Lenk ihn ab! Ich glaube, die hatten gerade ein bisschen K.O. geschlagen. Och Mann! Was kannst du, Darius? Ja, auf ihn! Wo ist Elpidios? Sag es mir! Sag es! Du kannst den Jungen nicht großziehen. Bei dir wird er niemals sicher sein. Er ist mein Sohn! Was glitscht du hier rum, Junge? Alter, der hat so ein großes Schild, dass ich nicht mal die Füße richtig anschießen kann. Also schieße ich, versuche ich mal den Kopf zu treffen. Die zieht automatisch so scheiße. Erinnerst du dich an die Worte, die ich König Xerxes ins Ohr geflüstert habe? Sag sie mir, alter Freund. Trotz aller Macht des Ordens konnte er euch nicht beschützen. Nicht vor mir. Hä? Kriegt er auch Schaden? Nein, zweite Phase. Oh Gott, was? Ach, nur nicht sowas. Was hat er? Stampfattacke. Oh nein. Kein Schild mehr! Was?
ein bisschen schneller, aber... Bring meinen Sohn zurück, dann wird dein Schmerz enden, Amorgis! Niemals! Was macht der denn da? Und jetzt hat er ihn voll geboxt. Ohne Schild ist der wenigstens einfacher zu treffen. Schießt daneben, ne? Aber ich brauche mir nicht mehr Gedanken zu machen, auf die Füße zu schießen. Oh Gott. Ah. Die Sonne geht auf, aber auch unter. Meine Zeit ist abgelaufen, alter Freund. Wir waren Beschützer, Amorgis. Wir waren die Helden Persiens. Helden des Volkes. Das bin ich noch, Artabanos. Ich wollte nur, dass unsere Heimat sicher ist. Die ganze Welt. Das Kind, Amorgis. Bitte. Er ist auf einer kleinen Insel vor der Küste Messeniens. Der perfekte Ort zum Fischen. Der Orden wird niemals aufgeben, Cassandra. Du und dein Sohn, ihr werdet immer gejagt werden. Und ich werde immer da sein, um ihn zu beschützen. Der Orden ist nicht nur eine Gruppe von Menschen. Er ist eine Idee. Eine Idee kann man nicht besiegen. Eine Idee kann nicht zerstört werden. Nicht durch Klingen, aber durch Wissen, durch Weisheit, durch unsere eigenen Ideen. Nichts ist absolut, Amorgis. Das hast du mir vor langer Zeit beigebracht. Es wird immer Tyrannen geben. Und es wird immer dich geben, mein Bruder. Um
sie aufzuhalten. Geh in Frieden, alter Freund.